Herzlich willkommen an alle zu den beiden heutigen Webinaren. Einmal mit dem Titel Beitragsabrechnung im Verein Rücklassschrift bearbeiten. Das ist im Endeffekt der letzte Schritt, der uns jetzt noch bleibt in unserer ganzen Beitragsabrechnerei, die es ja begonnen hat mit den Beiträgen zu den Mitgliedern zuweisen, mit den Gutscheinen, dann Beiträge abrechnen etc. Und also das hat uns also bis zum heutigen Tag geführt, an dem wir also die Rücklassschriften, diese geplatzten Lastschriften, nenne ich es jetzt mal, bei den Mitgliedern entsprechend ja, weiterverarbeiten wollen. Bei unserer Buchhaltung hat sich seit dem letzten Mal noch viel getan, sage ich jetzt mal. Also es ist jetzt einiges an Zeit vergangen, um ganz genau zu sein, eine Woche. Und in dieser einen Woche hat sich einiges getan. Das heißt also, wir haben ja letzte Woche noch unsere Lastschriften gebucht, also unsere Sammellastschrift gebucht. Und seitdem hat sich einiges getan. Das heißt also, hier wurden mir jetzt entsprechend viele Rücklastschriften hier eingestellt. Diese Rücklastschriften, die haben also unterschiedlichste Gründe. Bei den einen Rücklastschriften ist es so, dass eventuell, dass dieses Konto nicht mehr existiert, von dem der Verein einziehen wollte, oder dass sich die IBAN entsprechend geändert hat. Es kann aber natürlich also auch sein, dass der Zahlungspflichtige Widerspruch eingelegt hat, dass der eben gesagt hat, nein, du Bank, buch mir bitte diese Lastschrift wieder zurück, ich widerspreche dieser Lastschrift. Und es kann natürlich passieren, dass der Zahlungspflichtige im Endeffekt einfach keine Deckung am Konto hat. Er hat einfach nicht so viel Geld am Konto und auch hier kann das Ganze zurückgebucht werden. Und wir werden das später sehen, also auf diese drei Gründe kann man das Ganze kanalisieren. Das bedeutet, es stimmt technisch etwas nicht, weil es das Konto nicht mehr gibt. Es ist keine Lastschrift mehr möglich an diesem Konto. Das ist der eigentliche Rücklassschrift Grund 1. Der zweite Rücklassschriftgrund ist mangels Deckung und der dritte große Rücklassschriftgrund ist wegen Widerspruchs. Und eigentlich kann man fast alle Rücklassschriften auf einen dieser drei Gründe hier ja, zusammenführen. In NetXP-Verein ist einzigartig, denn wir haben eine spezialisierte Rückläuferbearbeitung, also eine ganz eigene Rücklassschriftbearbeitung. Und diese Rücklassschriftbearbeitung ist im Endeffekt so weit automatisiert, dass der Verein praktisch fast keine Arbeit mehr hat. Wie sieht dieser Prozess dieser Rücklassschriftbearbeitung eigentlich aus? Wir müssen uns das erstmal folgendermaßen vorstellen. Und zwar haben wir im Verein einen Beitrag. Und den Beitrag stellen wir beim Mitglied soll. Das heißt, wir sagen also hier der Buchhaltung, ich hätte jetzt gern hier zum Beispiel vom Bartel Erik 30 Euro. Dann ziehen wir eine Lastschrift ein. Wir erhalten von der Bank dann auch diese 30 Euro gutgeschrieben. Die buchen wir dem Bartel Erik ein. Damit hat der Bartel Erik in der Sekunde alles bezahlt, was er bezahlen sollte. Dann kommt die Rücklassschrift. Dann werden uns von der Bank 35 Euro in dem Moment genommen. Als Beispiel, 30 Euro sind der Beitrag, der hier wieder storniert wurde, also der jetzt von der Bank zurückgeholt wurde. Und 5 Euro sind Bankgebühren. Und an der Stelle stehen wir. Das heißt also, diese Stornobuchung muss von uns gebucht werden oder muss in NetXP-Verein gebucht werden. Das kann die Software übrigens automatisch. Diese Stornobuchung, also dieses, ich hole mir das Geld wieder von der Bank, also dass die Bank das wieder dem Verein abbucht, das kann natürlich die Software automatisch buchen, denn die Software weiß ja, wo der Zahlungseingang hingebucht wurde, also kann er auch diese Storno, sprich den Zahlungsausgang, ganz genau auf dasselbe Konto, auf dieselbe Abteilung oder eventuell auch auf dasselbe Projekt buchen, also nichts anderes als eine Storno-Buchung ist. Aber spätestens dann braucht die Software den Benutzer, denn der Benutzer, der und nur der kann im Endeffekt sagen, wo denn oder was denn mit diesem Rückläufer passieren soll. Also das kann eben nur der Benutzer, der NetXP-Verein-Benutzer bestimmen,
ob jetzt hier erstmal ein Anruf erfolgt oder ob er ihm eine E-Mail senden will oder ob er eventuell den Posten sofort abrechnen will. Der Delinquent muss die Bankgebühren zahlen, muss eventuell noch Strafgebühren zahlen und ich will eine Rechnung erstellen und die Rechnung will ich ihm per E-Mail versenden. Alles dies funktioniert automatisch. Sie sollten zu diesem Zweck unbedingt darauf achten. Man kann das natürlich alles händisch machen, hier manuell, indem wir, ich stehe hier in der Buchungskontrolle, habe alle meine Rücklassschriftkontoumsätze abgeholt und natürlich könnte ich die hier jetzt alle einzeln hier unten anhaken. Alle einzeln anhaken, ich will das aber nicht, deshalb zeige ich das erst gar nicht. Denn NetXP-Verein bietet eine Möglichkeit, die für alle Vereine viel einfacher ist. Und zwar können wir unter Verwaltung, Optionen und hier im Register Finanzdaten, im Unterregister Rückläufer, können wir einstellen, einmal zentralisiert die Bankgebühren und den Verwendungszweck, wenn wir die Bankgebühren später unseren Mitgliedern in Rechnung stellen wollen. Also ich schreibe jetzt mal hier rein, Kosten für oder entstandene Rücklastschriftgebühr. Das soll also im Endeffekt dann später so auf den Rechnungen an die Mitglieder draufstehen, wenn wir das also dann weiter verrechnen wollen. Das Konto hier ist natürlich wichtig, denn fast jede Rücklastschrift wird mit einer Gebühr der Bank belegt und das muss natürlich auch entsprechend gebucht werden. Sobald ich speichere, fällt mir sofort etwas auf, wenn ich in die Buchungskontrolle wechsle. Und zwar passiert jetzt Folgendes. NetXP-Verein merkt jetzt sofort, wer hier Rückläufer ist und wer nicht. Also der merkt sich alle Rücklassschriften und der bietet das Ganze dann in der Automatikbuchung zum Buchen an. Technisch gesehen ist das ein sehr, ja, mittelmäßig aufwendiger Prozess. Man muss sich vorstellen, wenn wir also oder wenn über das Online-Banking von NetXP die Rücklassschriften an die Bank gesendet werden, wird automatisch eine ID mit eingefügt bei eben dieser Posten und wenn diese Rücklassschrift kommt, wird die also mit der gleichen ID zurückgeliefert und so können wir also feststellen, ob es sich dabei um eine Rücklassschrift handelt. Das bedeutet, das bloße Gegenbuchen, dieses bloße Storno-Buchen, funktioniert automatisch, indem ich hier in dieser automatischen Zuweisung hier unten auf Verbuchen klicke. Aber wie es so ist in Deutschland, sind nicht alle gleich. Einige sind gleicher, einige sind reicher und einige sind ärmer. Und so gibt es leider auch Banken, die dieses System nicht unterstützen. Das sind meistens übrigens die Banken, bei denen die Kontoführungsgebühren kostenlos sind für Vereine. Die unterstützen dieses Automatiksystem nicht, weil uns die diese IDs, die wir zwar einliefern, nicht mehr zurückgeben. Bei denen muss leider der Buchhalter hier jeden Posten einzeln anklicken, innerhalb der Buchungskontrolle im Register noch zu verbuchende Kontoumsätze und muss unten auf Rückläufer buchen klicken. An dieser Stelle hier müsste normalerweise dann das Mitglied ausgewählt werden. Wenn man das Mitglied ausgewählt hat, dann muss man eben schauen, dass hier überall dann die richtigen Konten stehen. Das macht er in der Regel automatisch. Und dann kann man eben das Ganze hier buchen und zurück. Und dann ist man am gleichen, ja, wie soll ich sagen, an der gleichen Stelle, an der wir ist oder an der wir sind, wenn wir das über die Automatik buchen. Ganz lustig, an dieser Stelle schauen wir uns das schon mal an. Bachmann Lena hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Buchungen drin. Und diese Storno-Buchungen sollen also alle an Mitgliedsbeiträge und Bankgebühren gebucht werden, eben für die entsprechenden Abteilungen. Ja, wieder zurück zur Automatik, zur automatischen Zuweisung. Wie gesagt, an dieser Stelle im Register automatische Zuweisung kann ich also jetzt hier diese Rücklassschriften markieren, alle auf einmal. Klick unten auf Verbuchen. Wie sieht das Ganze buchhalterisch jetzt aus? Das sehen wir in den Auswertungen. Was ist jetzt passiert? Passiert ist Folgendes. Und zwar, wir haben also hier unsere ganzen
Wir haben jetzt hier unsere ganzen Eingangsbuchungen. Bachmann, Lena, Bachmann, Lena, Bachmann, Lena, Bachmann, Lena, Bachmann, Lena, Bachmann, Lena. Und hier unten habe ich jetzt genau die gleichen Buchungen wieder. 50 minus 50, 10 minus 10, 5 minus 5, 5 minus 5 und dann die 225er. Also auch die finde ich hier drin, plus die letzten 10 Euro. Diese 10 Euro sind hier an der Stelle natürlich die Bankgebühren, die es ja oben nicht gab bei dieser Guthabenbuchung. Das bedeutet, diese Stornobuchung, die hat jetzt eben komplett automatisch stattgefunden. Die hat komplett automatisch stattgefunden. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich uns jetzt irgendwo diese Rücklassschriften merken müssen. Und wo werden die jetzt in der Software gespeichert? Diese Rücklassschriften werden gespeichert im Menüpunkt Rückläufer. Hier sind jetzt alle unsere Rückläufer drin, automatisch. Ich brauche nichts machen. Und ich sehe an dieser Stelle also auch immer den entsprechenden Rücklassschriftengrund. Gibt es IBAN fehlerhaft, Konto aufgelöst, Deckung fehlt, Widerspruch, sonstige Gründe, Rückruf durch Kunden, sonstige Gründe, Lastschrift, Widerspruch, Deckung fehlt und so weiter. Also das heißt, hier sehen wir an dieser Stelle jetzt unsere ganzen Rücklassschriften. Ja, wir müssen jetzt aus diesen Rücklassschriften irgendwas machen. Das bedeutet, ich nehme jetzt mal einen Bischof Jakob und ich habe als Rücklassschriftgrund hier unten dann Deckung fehlt. Was können wir hier machen? Ja, ich kann jetzt hier mal beginnen. Ich kann jetzt diesen Rückläufer löschen. Sollte man nicht machen. Sollte man nicht machen, ist aber möglich. Rücklassschrift löschen bedeutet weg. Ich will den hier weg haben. Ich will nichts mehr. Ich wollte von dem Geld. Ich habe es bekommen. Mir wurde das Geld wieder genommen. Ich gehe jetzt her, gehe auf Mitglieder, stelle diesen Jakob Bischof auf, ausgetreten und vergesst es, indem ich einfach diese Zeile hier rauslösche. Das bedeutet, der ist weg. Das empfehle ich extra nicht, denn wir haben hier oben verschiedene Filter. Wir haben Rückläufergründe, können wir filtern. Wir können vier unterschiedliche Bestandskonten des Vereins filtern und wir können hier eben auch filtern für einzelne Status. Zu denen kommen wir jetzt gleich noch. Wenn ich den hier rauslösche, dann ist der einfach weg aus der Liste. Es gibt eine viel charmantere Methode, auf diese Forderung hier zu verzichten. Und zwar so, dass der eben auch noch abrufbar in dieser Liste gespeichert bleibt. Also löschen nur im Notfall. Ansonsten bitte hier auf die Forderung verzichten, was wir jetzt gleich machen. Das hier unten mit Arbeitsabläufen, das ist die automatisierte Methode in NetXP Verein, wie man hier automatisiert mit Rücklassschriften umgehen kann. Zu dem kommen wir später nochmal. Das bedeutet, ich nehme jetzt diesen ersten Rückläufer, Deckung fehlt und klicke auf Bearbeiten. Jetzt wird mir dieses Mitglied angezeigt. Bereits an dieser Stelle hier kann ich dem Mitglied eine E-Mail senden. Kann ich sagen, du pass auf, ich schicke dir jetzt mal eine E-Mail. Ich kann natürlich hier auch mit E-Mail-Vorlagen arbeiten. Das bedeutet also, wie man es in NetXP im E-Mailing gewohnt ist, könnte ich hier zum Beispiel eine E-Mail-Vorlage anlegen, die da heißt, weiß ich nicht, dein Beitrag würde zurückgebucht, was wollen wir machen, bitte melde dich beim Verein. Sag jetzt mal. Das könnte man hier als Vorlage hinterlegen, dann könnte man das jedes Mal einfügen. In unserem Fall müsste man das leider mit der Hand tippen, Beitrag wurde zurückgebucht, melde dich. Also der ganz einfache E-Mail, den man dem schreiben kann, fertig. Aus dieser Maske raus. Es kann natürlich sein, dass wir sagen, du pass auf, wir wollen den anrufen. Wir wollen den anrufen. Dazu gibt es hier oben dann die Lupe. Mit Hilfe der Lupe können wir auf das Mitglied zugreifen und können uns dann eben den entsprechenden Kontaktweg aussuchen. Und können unten rechts mit Schließen auch wieder zurück in die Rückläuferbearbeitung. So, jetzt haben wir ihn angerufen und der ist nicht ans Telefon gegangen. Da ist klar, jetzt können wir das natürlich einfach so akzeptieren.
Was ich aber grundsätzlich empfehlen würde und eben auch im Nachhinein auf die bessere Nachvollziehbarkeit so eines Vorgangs, kann ich nur Folgendes empfehlen, dass wir hier jetzt einen Historieneintrag erstellen. Das heißt, ich wähle hier Historieneintrag erstellen aus, schreibe, wann ist heute, also ist meistens das heutige Datum, das automatisch hier drin steht. Jetzt kann ich mir das auch wieder auf Wiedervorlage legen, das macht man später ein anderes Beispiel. Und ich kann hier eben einen Status setzen. Ich kann hier sagen, immer noch unbearbeitet, Telefon, Kontakt, unbeantwortet. Hat nicht abgenommen. Erstellen. Probieren wir es morgen wieder. Wir simulieren jetzt den morgigen Tag. Wieder Historieneintrag. Heute ist dann der 8. Und ich habe ihn jetzt erreicht. So. Also man konnte das Pop-up-Fenster gerade nicht sehen, aber man kann sich es ja ungefähr vorstellen. Also ich habe jetzt hier wieder einen Eintrag, ich stelle jetzt ein Datum 8.12., also morgen. Ich sage jetzt immer noch keine Wiedervorlage, eventuell doch macht man Telefonkontakt. Hatten wir jetzt mit ihm, habe mit ihm gesprochen, habe mit ihm gesprochen, will sich bis übernächste Woche. So ein kleines Ding. Übernächste Woche schauen wir mal. Das wäre dann hier ungefähr der 21.12. eben. Den können wir uns hier auf Wiedervorlage legen. Passt, wunderbar. Ich bin jetzt im ersten Moment fertig. Klick hier unten auf Schließen und dann sehen wir auch, ah, passt, wunderbar. Ich sehe also hier auch das Wiedervorlagedatum. Also bis zu diesem Wiedervorlagedatum haben wir erstmal Ruhe vor allem. Natürlich können wir das so machen, wie wir es in NetExp-Vereinen gewohnt sind, dass wir zum Beispiel hier, wenn wir wollen, einen Filter einstellen, kleiner als, und wenn wir hier reinschreiben, kann man immer sagen heute, und das Ganze kann man sich dann auch abspeichern hier oben, wieder Vorlage. Genau. Dann werden diese ganzen, wie soll ich sagen, diese ganzen Wiedervorlagen hier ausgeblendet, wobei das macht man nicht. Das würde ich auch nicht machen, würde ich auch nicht empfehlen, deshalb lösche ich das sofort wieder. Also, das sehe ich ja, wenn es in der Liste steht. Also, das sind so Wiedervorlagen. So, jetzt hat er sich eventuell gemeldet, gleich am nächsten Tag. Das bedeutet also, ich mache mir den jetzt wieder auf und jetzt müssen wir uns mal überlegen, was wir machen. Also, der ruft jetzt an und sagt, ja, was macht es denn eigentlich aus? Und ich sage ihm, tu pass auf, das macht aus, Einzelbeitrag 20 Euro, Fußballbeitrag 10 Euro, Tennisbeitrag 5 Euro. Und jetzt verstehen wir das auch mit diesen entstandenen Rücklassschiffgebühren, das eben später in der Liste auftauchen soll und auch in der Rechnung. Und es sind Rücklassschiffgebühren entstanden in Höhe von 2,50 €. Gut, alles wunderbar. An dieser Stelle hier könnten wir jetzt noch einen Posten hinzufügen, zum Beispiel Strafgebühr. 5 Euro und die wollen wir buchen auf Zinsen und sonstige Kapitalerträge der Abteilung Gesamtmitglieder. Auch das wäre möglich, dass wir also hier beliebig an dieser Stelle noch Posten hinzufügen können. Ja, ich konnte zwischendurch wieder speichern. Ich könnte jetzt auch hier unten sagen, zum Beispiel auf Forderung verzichten. Wenn wir auf Forderung verzichten anklicken, dann haben wir auf die Forderung dieses Rückläufers verzichtet. Das heißt, dieses Geld wollen wir von dem Mitglied nicht mehr eintreiben. Natürlich haben wir aber auch die Möglichkeit, hier unten auf erneut abrechnen zu klicken. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt kommt der Assistent. Der hat mit uns telefoniert und ich habe ihm gesagt, naja, gut, drauf, so und so viel kostet es. Er sagt, du, kein Problem. Ich habe jetzt inzwischen Geld am Konto, zieht es bitte erneut ein. Also, das heißt, an dieser Stelle hier können wir sagen, erneut abrechnen als Lastschrift weiter auf unser Girokonto zum nächstmöglichen Datum. Heute ist der 7. Donnerstag, 8. Freitag, 9. Samstag, 10. Sonntag, 11. Montag. Also am 11. könnte man das Geld wieder haben und dann mit Verwendungszweck erneuter Einzug Beitrag. Weiter. In dem Fall brauche ich keine Rechnung, weil es eine Lastschrift ist. Fertigstellen, fertig. Was ist passiert? Der
Rückläufer wurde hier bearbeitet und dieser Posten befindet sich nun im Bankenübertrag und kann mit ausführen und dann PIN-Nummer und TAN-Nummer eben an die Bank gesandt werden, damit dann dieser Vorgang hier entsprechend bei der Bank gebucht wird. Das ist die Möglichkeit 1. Ja, auf dieser oder an dieser Stelle hier, wie gesagt, haben wir dann den Rest unserer Rückläufer. Jetzt kann es natürlich passieren, dass wir jetzt einen anklicken und klicken auf Bearbeiten. Und warum auch immer klicken wir auf Erneut abrechnen. Und das ist jetzt hier IBAN fehlerhaft. Und wenn wir jetzt zum Beispiel abrechnen würden als Lastschrift, dann kann es passieren, dass die Software sagt, IBAN des zahlenden Mitglieds wurde noch nicht geändert, Lastschrift daher nicht möglich. Das ist im Endeffekt einfach eine Sicherheitsstufe, dass Sie nicht aus Versehen eben von einer defekten IBAN nochmal erneut einziehen und damit nochmal Kosten verursachen. Ganz einfach. Nehmen wir uns aber diesen Fall hier mal an. Das würde an dieser Stelle hier bedeuten, ich habe also im Endeffekt hier jetzt eine IBAN fehlerhaft. Ja, und ich müsste oder ich wollte das jetzt auch erneut abrechnen. Das könnte ich jetzt machen, indem ich unten wieder klicke auf Erneut abrechnen. Wähle dann hier unten die Zahlart Überweisung aus. Weiter. Bestimme, auf welches meiner Konten eben diese Überweisung des Mitglieds erfolgen soll. Das wäre in meinem Fall hier die Girokonto. Könnte jetzt dazu eine Rechnung erstellen. Das braucht der natürlich auch, weil woher soll er denn sonst wissen, wie viel er wohin zahlen soll? Wähle dann hier eine Rechnungsvorlage aus. Und ich will jetzt schon mal sagen, ich habe extra vorher mal so eine Rechnungsvorlage erstellt mit so einem SEPA-Mandat drin. Gebe einen Rechnungsnummernkreis an und ein Zahlbar-Bis-Datum, also bis wann die Rechnung beglichen werden muss. Weiter. Wenn ich das E-Mailing von NetXP-Verein versende, könnte ich jetzt auch die Rechnung direkt versenden. Das mache ich jetzt auch mal. Also direkt versenden bedeutet, diese Rechnung wird erstellt und wird sofort in eine E-Mail-Anlage eingefügt. Weiter. Das dauert dann ein bisschen. Rückläuferbuchung wurde erfolgreich ausgeführt und jetzt öffnet er mein Mailfenster, wo ich jetzt eben einstellen kann, Dokumente an jede E-Mail-Adresse des Mitglieds zum Beispiel senden. Und jetzt habe ich hier mein Mitglied drin. Deine, kann ich auch wieder eine Vorlage arbeiten. Deine Beitragsrechnung, hier deine Rechnung, Zahl endlich senden und jetzt ist diese Rechnung draußen. Wie sieht diese Rechnung aus? Wie hat diese Rechnung ausgesehen? Das wird natürlich gespeichert innerhalb der Dokumentenverwaltung, denn hier wird jedes Dokument gespeichert, das bei uns erstellt wird. Und hier sehen wir jetzt im Endeffekt also auch diese Rechnung. Und wie gesagt, kann man machen, wenn man will. Ich habe also hier alle Posten drauf, entstandene Rückläufergebühren und hier unten eben ein neues SEPA-Mandat, das das Mitglied jetzt entsprechend ausfüllen kann. Also auch so etwas ist möglich. Das ist nur eine Frage der Fantasie, sage ich immer. Ja, und so handelt man sich jetzt im Endeffekt hier durch diese ganze Rücklassschriftenliste. Ja, jetzt ist es aber natürlich so, dass bei uns auch Vereine gibt, die haben also nicht 5 und nicht 10 und nicht 15 und 20 Rückläufe im Jahr, sondern die haben teilweise 100 und 150 und 200 oder teilweise sogar noch mehr Rücklassschriften, die diese bearbeiten müssen. Und selbst für die ist es natürlich an der Stelle dann sehr mühsam, wenn man, ich sage jetzt mal, 150 oder 200 Posten hier einzeln durcharbeiten muss. Und aus diesem Grund gibt es, wenn man das Datenpaket Pro bei NetXP-Verein gebucht hat, das ist hier Voraussetzung. Übrigens, das Datenpaket Pro kostet im Monat 5,95 €. Also bei einem mittleren bis großen Verein praktisch gar nichts. Ist es so, dass wir jetzt diese Schritte, die ich hier getan habe, die ich hier gegangen bin, die können wir jetzt automatisieren.
funktioniert zum Beispiel folgendermaßen. Ich klicke hier unten, also man kann diese Arbeitsabläufe vorbereiten. Also das heißt, ich klicke hier auf Arbeitsabläufe verwalten. Jetzt gibt es hier natürlich noch keinen Arbeitsablauf. Jetzt klicken wir unten auf Neu. Wir legen jetzt den ersten Arbeitsablauf an. Weiter. Ich nenne den Arbeitsablauf Deckung fehlt. Erste Mail. Arbeitsablauftyp. Was soll passieren bei dem Arbeitsablauf? Auf Forderung verzichten? Nö, das macht man nicht, sondern in unserem Fall ist es wahrscheinlich Mail senden. Genau, Mail senden ist immer ganz gut. Rückläufer fürs Girokonto. Ich kann hier für jede Abteilung, für jedes Konto, wenn ich will, kann ich unterschiedliche Abläufe erstellen. Dann ganz wichtig die Rückläufergruppe. Rückläufergruppe in unserem Fall ist jetzt hier Deckung fehlt, sonstige Gründe. Wer will, diese könnte man sich diese ganzen Gründe hier auch noch anpassen, sollten es aber nicht zwingend machen, weil ich glaube, das ist schon ganz gut, was hier eingestellt ist. Dann Rückläufergruppe, also wie gesagt, Deckung fehlt, sonstige Gründe. Und wenn diese Automatik durchgelaufen ist, was soll denn der nächste Status sein? Was ist der Endstatus des Rückläufers nach Durchgang dieses Arbeitsablaufes? Das ist dann Mailkontakt. Weiter. Jetzt können wir natürlich eine E-Mail-Vorlage hinzufügen. Ich habe hier eine E-Mail-Vorlage. Ganz einfach, also das heißt, hallo, und dann könnte man hier einen Vornamen reinsetzen, wie man es bei den Mails in NetXP-Verein gewohnt ist. Das brauche ich aber in der Regel bei diesen doch sehr weitführenden Schulungen nicht extra erklären. Deine Beitragsbuchung wurde zurückgebucht. Was wollen wir machen? Genau, melde dich, fertig, dein Verein. So, das ist hier jetzt im Endeffekt die E-Mail. Und die kann ich auch dann später senden an jede E-Mail-Adresse des Mitglieds. Weiter. Entschuldigung, das war ein Fehler vorher gerade von mir. Ich muss hier natürlich unbearbeitet einstellen. Arbeitsablauf anwenden für Girokonto, Deckung fehlt und nur diejenigen Rückläufer, die hier den Status unbearbeitet haben. Den Zielstatus, Status nach Abschluss des Arbeitsschrittes, das sollte dann Mailkontakt sein. Ja. Und die Wiedervorlage soll automatisch eingestellt werden auf 7 Tage ab Durchgang des der Automatik. Weiter und fertigstellen. Jetzt haben wir unsere erste Automatik erstellt, die eben dann später zuschlägt. Man kann das jetzt schon mal zeigen kurz. Und zwar schlägt die jetzt schon mal zu. Man sieht das hier bei allen, bei denen Deckung fehlt und die jetzt momentan noch auf unbearbeitet stehen. Jetzt kann man sagen, sonstige Gründe hat er einen Arbeitsablauf. Und warum kann er hier bei sonstige Gründe, warum mache ich hier keinen Haken? Das steht dann hier drin, bei Grund kein Arbeitsablauf. Und da steht dann eben drin, du pass auf, er kann den Arbeitsablauf nicht machen, weil kein E-Mail privat im zahlenden Mitglied hinterlegt. Das heißt, wir haben eingestellt, dass bei dem Arbeitsablauf hier eine E-Mail versendet werden soll, was natürlich nicht funktioniert, wenn es keine E-Mail-Adresse gibt im Mitglied. Also aus diesem Grund kann es also auch durchaus sein, dass das Ganze eben hier zwar gibt, diesen Arbeitsablauf, aber dass er eben nicht ausgeführt werden kann, weil es eben keine E-Mail-Adresse gibt.